Ich begrüße euch mal wieder zu einer weiteren Folge von meinen Diskussionsvideos, und zwar dieses Mal zu einem weiteren Gedankenexperiment, ne? Zu einer Regeländerung, die man theoretisch einführen könnte. Und zwar geht es heute um ein verpflichtendes Once-Per-Turn für jeden einzelnen Effekt. Das bedeutet, man würde nachträglich eine Regel erfinden, die besagt, dass jeder Effekt im Spiel nur Once-Per-Turn einsetzbar ist, egal was auf der Karte steht. Ich will heute diskutieren, was für einen Effekt das Ganze auf das Spiel hätte, die Vorteile und auch die Nachteile beleuchten und ein bisschen diskutieren, wie sinnvoll das wäre. Weil ich habe diese Diskussionsidee hier schon seit einigen Monaten immer wieder gelesen in den Kommentaren unter meinen Diskussionsvideos und ich dachte mir, okay, das kann man mal dran nehmen. Aber gut, Leute, denkt auch bitte an meinen Sponsor Lotticards, an meinen Gaming-Kanal und meinen Replay-Kanal, und da würde ich sagen, starten wir jetzt mal mit der heutigen Folge. Und ich würde sagen, wir starten heute mal mit dem allergrößten Gegenargument, und das kann man einfach nicht von der Hand weisen. Und zwar würden einfach viele Mechaniken nicht mehr so funktionieren, wie sie gedacht sind. Denkt an so Karten wie beispielsweise Venus von den Agents, ne? Das ist ein Feenmonster, das einfach so, dreimal die Runde, wenn es geht, einen Shining Ball aus dem Deck special möchte. Ein kleines normales Monster, was als Material gelten kann, für beispielsweise sehr große Link Plays, also die Karte ist im Link-Format, unfassbar relevant geworden in beispielsweise Virtualis, aber auch in anderen Strategien, ne? Da hat man schon einiges gesehen. Aber durch diese Regelung hier wäre es nicht mehr möglich, mehrere Shining Balls in einer Runde hiermit aus dem Deck zu holen, und das würde diese Karte hier komplett zerstören und sehr, sehr schwach machen. Oder ein simpleres Beispiel. Denkt an so Karten wie die Danger Monster. Wenn ihr zweimal Morphman oder so in der Hand habt, könnt ihr nur noch einen nutzen mit seinem Effekt. Der andere kann sich nicht mehr von alleine triggern, wenn der andere das schon getan hat. Und das bedeutet, die Danger Monster würden nochmal schlechter werden, obwohl sie schon genervt sind. Und das wäre nicht notwendig. Aber es würden noch ganz andere Sachen auftreten. Denkt an so Karten wie beispielsweise Appalosa. Eine mehrfache Negation in einer Runde wäre nicht mehr denkbar mit so einer Karte. Man könnte auch nicht mehr beispielsweise in einer Runde zweimal Crystal Wing aufbauen und damit zwei separate Negations machen in der Runde des Gegners. Nein, eine davon wäre dann tot. Also zweimal dasselbe Bossmonster aufzubauen, würde sich kaum noch lohnen. Und es gäbe auch einige Deckthemen, die hieran sehr krass zu knabbern hätten, ne? Keine Frage. Denkt beispielsweise an Lunalight. Die benutzen sehr gerne mal ihre Effekte mehrfach die Runde, und wenn das nicht mehr gehen würde, würde das auf jeden Fall wehtun. Und die haben schon Hit gefressen, ne? Also man muss halt wirklich festhalten, viele, viele Mechaniken und Deckthemen und Ideen würden hieran zu Bruch gehen. Und das ist unfassbar schade, aber die große Frage, die jetzt im Raum steht, ist halt, ob die Vorteile das Ganze überwiegen. Und zu denen kommen wir jetzt. Wir haben zunächst mal den gigantischen Vorteil, dass einfach jegliche Loop-Kombo nicht mehr funktionieren würde. Denkt an so Karten wie beispielsweise Kanonensoldat. Die Karte ist kompletter Bullshit. Du tributest ein Monster für 500 Burn-Schaden. Das wäre lachhaft normalerweise, aber dadurch, dass die Karte halt einfach keinen Monster-Turn hat, kann man teilweise über Loop-Kombos immer wieder so viele nutzlose Monster beschwören, dass der Kanonensoldat so viel Material hat zum Wegtributen, dass es zu OTKs reicht, und deswegen ist Kanonensoldat schon mehrere Male fast verboten worden, auch im TCG. Mit so einer Regelung hier könnte man diese Loop-Kombos nicht mehr machen und dieses Material nicht mehr beschaffen, und der Kanonensoldat könnte auch nicht mal mehr mehrfach die Runde Schaden machen, also der wäre kein Problem mehr. Oder denkt an so Karten wie beispielsweise Cyberstein. Du kannst über so Karten wie Reprodokus und diese eine Psi-Support-Karte die Kosten von Cyberstein auf 0 senken und dann einfach so in einer Runde 10 Fusionsmonster über Cyberstein holen. Das ist absolut kein Problem. Oder so Karten wie Armageddon-Ritter. Der ist mittlerweile auch looper und mehrfach die Runde resolvbar. Über so Karten wie beispielsweise, naja, den Werkzeugdrachen, der die Ausrüstung DDR suchen kann, mit der man Armageddon-Ritter wieder specialen kann aus der Vanish Zone, um ihn nochmal zu nutzen, ja? Da gibt es viele, viele Möglichkeiten. Oder Trishulla, der Handloops machen möchte. Das ist wirklich unfassbar nervig, und deswegen ist Trishulla auf 1 limitiert worden durch die neuen Regeln wieder, weil er jetzt wieder spambar ist. Und es gibt noch so viele andere Beispiele für Karten, die einfach ein massives Problem darstellen, wenn ihre Effekte nicht Once per Turn sind. Es ist unfassbar nervig. Und deswegen muss ich sagen, gibt es hier auf jeden Fall Vorteile, die nicht von der Hand zu weisen sind. Aber es geht noch weiter. Denkt an die Banlist. Die würde so viel kürzer werden, das ist unfassbar. Ich könnte locker 10, wenn nicht sogar 20 Karten nennen, die man sofort ohne Wiederkehr von der Banlist streichen könnte. Denkt an so Karten wie Level Eater. Ein Monster,
was ohne Bonspell-Turn einfach so immer und immer wieder aus dem Friedhof kommt und jedes Mal wieder ein Material ist. Denkt an so Karten wie Mindmaster oder Ersatzkröte, die teilweise einfach unendlich viel Material holen können, für Spamplays, das ist wirklich dämlich. Oder denkt an Elmar Schmetterlingsdolch, die Karte könnte auch sofort wieder auf 3 gehen. Oder meinetwegen an Magical Scientist, selbst der wäre dann wieder deutlich fairer. Und es gibt noch so viele andere Beispiele. Meinetwegen auch Topologic Bomber Dragon, ne? Wenn der einen richtigen Once-Pattern hätte, könnten so Karten wie beispielsweise Samsara Lotus oder Phoenixianische Büschlammerillis auch wieder runterkommen von der Banlist und müssten da auch nie wieder drauf, safe. Also, es würde nie wieder passieren. Und selbst einige von den Karten, die wahrscheinlich nach wie vor zu stark wären, wie beispielsweise so ein Fireball Dragon oder so, würden wieder deutlich fairer werden und wären vielleicht wieder in einigen Jahren fair im Spiel vorstellbar. Also das würde auf jeden Fall alles sehr stark entlasten, was die Banlist angeht. Und das wäre durchaus ein gigantischer Vorteil, wenn nicht sogar der größte. Und man würde durchaus halt für die Zukunft auch dafür sorgen, dass viele Effektkategorien nicht mehr so leicht eskalieren können. Gerade so Sachen wie Handloops oder so, die schnell außer Kontrolle geraten, wenn mal eine so starke Karte erscheint. Aber es gibt noch einen weiteren Vorteil, der durchaus einigen Spielern sehr viel Spaß machen würde. Und zwar würde man deutlich, und ich meine wirklich extrem deutlich, das Tempo im Spiel senken. Und das ist wirklich bedeutsam. Ich meine, es gibt viele Spieler, die das Spiel sehr viel zu schnell finden. Und durch die neuen Regeln, ne, die ich wunderbar finde, ist der Spieler wieder schneller geworden. Deswegen denke ich mal, dass einige Leute das gar nicht so sehr feiern, wie halt die meisten es tun. Und deswegen würden die sich wieder freuen und das Spiel würde wieder etwas langsamer werden, ohne halt so eine Karte wie beispielsweise Maxi wieder zu erlauben. Also das wäre auf jeden Fall ein weiterer Vorteil, weil ich würde sagen, desto länger ein Spiel ist und desto gebalanceder die ganzen Effekte sind, desto skillvoller kann es auch werden, wenn man es gut designt, also die ganzen Effekte, die neu dazukommen. Und ich denke, dass das deswegen eine Sache ist, die man hier auf jeden Fall positiv anschneiden kann. Ihr merkt also schon, es gibt gigantische Vorteile. Aber es gibt auch noch einen kleinen Nachteil, den ich nicht unerwähnt lassen möchte. Und zwar gibt es natürlich jetzt schon unfassbar viele Karten, die geprintet sind und so physisch existieren. Und auf denen steht immer drauf halt, wenn die Effekte Once per Turn sind. Und diese Klausel auf gefühlt jeder Karte, die existiert, wäre dann nichtig. Und man müsste dann gefühlt jede Karte entweder neu printen, was nicht stemmbar wäre, oder es würde sich einfach komisch lesen irgendwie, wenn man nach dieser Regeländerung sich alte Karten durchliest, weil dieses Once-Pattern dann unnötig wäre, weil es selbstverständlich ist. Das wäre durchaus merkwürdig und das würde auf jeden Fall auch unprofessionell aussehen für halt Konami, denke ich mal, wenn die durch halt einfach eine externe Regelung, die Jahre später erschienen ist, alte Karten nerven müssten über sowas hier. Also es würde schon komisch aussehen, keine Frage, aber wie gesagt, Leute, die Vorteile wären da. Wie groß ist also die Wahrscheinlichkeit, dass Konami das jemals machen wird? Ich persönlich denke, es wird zunächst mal safe nicht passieren, also in den nächsten 2-3 Jahren auf gar keinen Fall. Wir haben jetzt erst wieder eine große Regeländerung bekommen und ich denke mal, das bleibt auch so. Wenn sich aber rausstellen sollte, ne, in den kommenden, ich sag mal 5 Jahren, dass das Spiel mal wieder deutlich zu schnell geworden ist und irgendwie komplett außer Kontrolle geraten ist, wäre das hier ein schönes Mittel, um das Spiel wieder zu retten und wieder zu balancen. Und ich würde sagen, dass man deswegen so eine Idee hier zumindest nicht vergessen sollte. Ich glaube, Konami könnte sich das hier eines Tages mal zunutze machen, als Notausstieg aus halt einfach einem zu krassen Spam-Format. Das wäre durchaus vorstellbar, aber ganz wichtig, Freunde. Wenn irgendwas im Spiel eskalieren sollte, ist normalerweise immer die Banlist zuständig, um das zu fixen. Und deswegen sollte Konami eigentlich das anwenden, um Sachen zu fixen. Aber man muss halt wirklich sagen, die Banlist wird auch immer größer und es ist halt nicht immer die beste Option. Vielleicht wäre es besser, gewisse Effektkategorien durch so eine Regeländerung hier für immer zu nerven. Aber da kann man sich gerne drüber streiten und ich würde sagen, dafür ist so eine Diskussion hier auch gut. Deswegen macht das gerne in den Kommentaren. Aber ich würde sagen, Leute, wir kommen mal zum Fazit. Es gibt hier durchaus massive Vorteile, aber ich fände es auch wirklich schade, wenn halt so Karten wie beispielsweise die Venus von den Agents oder die Dangers beispielsweise härter genervt werden würden, als es hätte sein müssen. Aber irgendwo muss man Abstriche machen, ne? Egal welche große Regeländerung man irgendwann mal machen sollte. Irgendwelche Karten werden immer schwächer werden. Das ist vollkommen normal und das ist auch, denke ich, okay so, aber es wäre gewöhnungsbedürftig. Aber was ich halt auch blöd fände, wäre diese ganze, komische Sache mit den bereits gedruckten Effekten, dass die sich dann komisch lesen würden für immer. Das wäre auf jeden Fall ein fader Beigeschmack, aber wie gesagt, die Vorteile sind auch immens groß. Gerade halt einfach
die stark gekürzte Band ist, würde ich hier sehr schön finden. Aber gut. Eure Meinung hierzu? Gerne in die Kommentare. Ich finde es ein spannendes Thema, durchaus, um hier mal drüber zu diskutieren. Von daher, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und denkt auch bitte an meinen Sponsor Lotte Cards, an meinen Gaming-Kanal und meinen Replay-Kanal. Und da würde ich sagen, Freunde, sehen wir uns dort. Und an dieser Stelle auch Dankeschön an meine Patreon-Spender. Ohne euch würde es meine Kanäle vielleicht in einiger Zeit nicht mehr so geben, wie wir sie gewohnt sind. Deswegen riesiges Dankeschön an euch. Und ihr seht jetzt hier noch meine Endcard. Links ist mein Pokémon-Kanal, rechts daneben ist mein Sponsor und rechts daneben sind noch zwei Videos. Das obere wird euch von YouTube empfohlen und das untere ist die letzte Folge dieses Formates. Deswegen schaut da mal rein. Bis bald. Tschüss.